Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Mathilde. Genau, Mathilde. Shotgun Messiah, wir kommen. Genau, und ich möchte, bevor Heinrich aufbricht, schaut euch an, wie nett das jetzt hier aussieht mit den Pflanzen von Heinrich und mit meinen Kerzen. Ja, ich finde das schon ziemlich schick. Ist natürlich ein bisschen eng. Musste ein Schlafsack für zwei Leute, ne? Es ist kuschelig. Ja, das ist sehr kuschelig. Vor allem bei dieser Hitze. So, gucken wir mal. Nachts geht's ja. Nur am Tag ist scheiße warm. So. Und ich hoffe, die sind jetzt da raus. Das hoffe ich auch. Komm. Ich nehme meine Shotgun zur Hand. Warte mal, ich nehme hier einfach ein Frame und spanne da mal rein. Ja, da wo du guckst, da ist nichts. Achso, da warst du. Ach ja, okay. Bin ich gerade. Die sind doch da. Soll ich einfach auf die draufballern? Haben die hier irgendwie ein Loch gemacht? Das sind keine leuchtenden, das sind normale. Ach so, ich dachte, das sind Leuchte. Nein. Warte, ich könnte den einen rechts kriegen. Okay, drei. Ja, ich auch. Zwei. Eins. Ach so, du gehst gleich so zur Sache. Okay, das war der erste. Warte. So. Zweiter. Drei. Ja. Zwei. Eins. Ja. Ich würde sagen, das war der zweite Polizist, ne? Jo. Nahkampf. Hier ist nichts mehr für einen Nahkampf. So. Ich will jetzt gar nicht wissen, was diese Kerle hier gemacht haben, aber gut ist. Vielleicht gab es hier einen wichtigen Donut-Deal. Oh, da, jetzt habe ich sie geweckt. Wie viele? Was für welche? Eine schnelle. Und ein paar normale. Oh, oh, ich bin gleich durch. Ah, lass mich durch. Wir kommen gleich. Platt gemacht. Oh. Wunderbar. Lief doch gut. Oh, und noch ein Level 4 Compound-Bogen. Na. Compound-Bogen, glaube ich, kannst du weghauen. Ich habe jetzt auch gerade zwei gefunden. Nehmen wir mal auseinander den guten. Und Klebeband. Oh, da kommt ja nur Lehm und so eine Scheiße raus. Nee, komm, das. Deutsch Pocket, warte mal. Keine Sau das hier. Deutsch Pocket, kann ich das hier irgendwo dran packen? Modify, Deutsch Pocket, nein. Brauche ich hier Kaffee? Weg damit. Ja. Hat sich nicht so gelohnt, oder? Ah. Haben die den Safe hier auch schon kaputt geschlagen? Enttäuschend. Ich habe jetzt das Storage Pocket an meiner Militärweste. Storage Pocket? So ein, also war es eine Mod oder was? Ja. Dann gehe ich mal rüber und guck mal bei der Feuerwehr, was die Feuerwehr so zu bieten Warte, hat. Warte, ich komme mit dir. Geh nicht ohne mich, Heinrich. Es ist it's dangerous to go alone. Warum gehe ich auch schon vor? Ah, da ist schon einer. Also, das ist kein schlimmer. Gucken wir mal hier rein. Okay, brauche ich eine Spitzhacke. Oh. Schön Bolzen ins Gesicht. Ja. Ach, ihr klappt euch wieder auf den Dach. Ah, hier seid ihr. Eine gute Stelle zum Schießen, oder? Wer hat den Kopf verloren?
Dann gehen wir mal rein. Ach, da oben sind sie. Ja. Aber das hier sieht so nach Panzerglas aus. Ach, du bist schon dran. Gleich zwei Schuss abgekriegt. Das Zerschlagen überlasse ich dir, ich verletze mich dabei immer nur. Ich weiß. Oh! Treffe ich dich. Ah! Alter, der wollte auch nicht umkippen. Die unterscheiden sich, glaube ich. Die anderen konnte ich umschlagen. Der ist nicht einmal gefallen. Ganz viele Kisten, aber leider immer weit oben, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Waffenschrank. Ja, du brauchst ja Level 100, um den Erdbohrer endlich zu werden. Ja, endlich mal ein Erdbohrer, das wäre so schön. Oh, Polymerstring. Braucht man nicht. Ich kann meine Schrotflinte modifizieren. Ach, das bist du. Ja. Guck hier die Regale durch. Ah, die Compound-Bögen, die zerlege ich dann auch. Ja, ne? Die zerlege ich auch gleich. Beim 6er bin ich noch nicht sicher, aber bei den anderen auf jeden Fall. Weiß nicht, wo der ist, aber der dürfte auch gleich durch sein, oder? Da ist er. Hab ihn. Ja, komm doch her. Normaler, der einfach nur etwas nervt. Die Saves hast du auch beide durch? Nur den einen. Dann kümmere ich mich nur um den anderen. Ja, war auf jeden Fall ein bisschen Säure, das ist auch gut. Ich gehe mal raus, der nervt mich. Geh doch hoch, warst du oben schon? Ich weiß nicht, wo der ist. Oh. Oben nee, der ist draußen. Ich weiß, wo der ist. Okay. Der ist draußen. Deswegen, und der nervt einfach. Los, komm her. Ah, jetzt sehe ich, wo du meinst. Okay, verstehe. Der war einfach nur ein bisschen nervig. Ein bisschen ist gut. Der hat wirklich richtig genervt. So, jetzt gehe ich nach oben. Oh, bisher hast du aber oben nichts verpasst. Ach, du bist schon oben. Ob man die Stange runterrutschen kann? Nee, ich glaube nicht. Einmal schön mit invertieren und... So. Nee, sieht nicht so aus. Ich probiere es nicht aus. Dann versuche ich. Oder nee, ich lasse es lieber. Okay, oben ist nichts. Trau mich nicht. Da habe ich wieder gebrochene Beine, das will ich nicht. Ja, sind wir auch durch. Was nu? Da war noch so ein Chemways Food. Dann, wo war der? Follow me. Das ist gleich meins. Man fasst zu Fass.
Wo ist da ein Schrottplatz? Oh. Da kommt einer auf dich zugerannt. Komm raus. Tür zu. Wunderbar. Dumme Kuh. Toll, eine Vitaminpille. Wow. Hat sich richtig gelohnt. Ah, da hinten steht noch eine. Gute. Oh, da ist auch einer. Na, die hat Munition, die ist nett. Da liegt auf jeden Fall noch einer. Kassen sind auch schon alle offen. Tschüss. Ich liebe es, wenn ein Kopf explodiert. Wow! Abi! Wow! Bleib doch mal stehen, du scheiß Zombie! Mann, oh Mann, oh Mann. Von hinten mal schlagen war nicht leicht. Da hinten stand hier irgendwo eine noch, hinter den Regalen. Eine dicke. Oh ja. Ich sehe sie. Komm ich da ran? Nee. Kommst du nicht ran? Ich schleiche mich ganz leise dran. Achtung. Okay. Oh, du Feuer. Ganz leise. Oh, die ist schnell. Uhuhu. Oh, da sind viele. Scheiße. Ey, die hauen die Kasse kaputt. Oh, sie kommen durch. Das eine ist eine schnelle. Okay, die war schnell. Noch einer? Ja, da kommen jetzt eine ganze Menge hier, Achtung. Oh, da ist was Leuchtendes dabei. Ja, lass mal raus hier. Kommst du? Ja, ja. Oh! Scheiße. Ah, ja, toll. Weg ist er. Er hört auch nicht auf zu bluten, die Sackratte. Ey, du glitscht dich hier einfach fort. Das gibt's ja nicht. Alter! Ah, da kommen noch ein paar. Ah, Tür zu. Danke, das wollte ich auch gerade machen.
Weil hier so mit einer Dose Lachs und so, da kann man lecker essen machen. Mit Dose Lachs? Ja, was ist da so anders? Hi! You need help? Boah, bisher sind es nur normale. Okay. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Oh, dreimal Blättern hintereinander. Das ist geil. Nice. Level 99. Es gibt dann doch gleich ein gutes Gefühl. Ich habe einen Blaubeerkuchen gefunden. Ich bin überladen. Schlimm ist, ich kriege auch nicht mehr so viel in mein Motorrad rein. Ich habe noch einen ganzen Truck. Also ich habe noch ganz viel Platz in meinem Truck. Brauchen wir noch verrottetes Fleisch? Ja, damit können wir Hobo-Stew machen. Okay, dann nehme ich's mit. Ah, der Junkie ist bei den Tabletten. Ich glaube, hier war eh nur... Oh, das geht da weiter. Genau, klopft da mal gegen. Ich glaube, das ist eine Schnelle. Hier kommt gleich eine Schnelle. Komma. Ich wollte auch mal mit ein bisschen mähen. Ich kann mich auch geirrt haben mit der Schnellen. Die eine hat so rot geleuchtet. So rot geleuchtet? Dann dachte ich mal, schieße ich mal drauf. So, ein Safe. Was wird drin sein? Ich glaube, ich eine Pistole. Halt, 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 stopp! Ist schon? Ach, der ist doch gesperrt. Okay. Ich glaube, eine Pistole Level 1. Papier. Pistole Level 2. Aber Papier wäre echt hart. Apropos, ich hätte noch Papier dabei. Wir können gleich mal gucken, was wir zusammen haben. Ja, vielleicht sollten wir einfach zurückgehen und unser Zeug organisieren. Tablettenraum hat es ja durch, ne? Ja. Unser Zeug vielleicht einfach organisieren und dann Richtung Heimat uns begeben. Ich meine, wir haben ja hier noch viel zu tun zwar, aber... Ja, aber jetzt mal zum Auto, ne? Da kriegen wir ja mehr rein. Genau. Und das Motorrad kommt natürlich auch ins Auto. Deswegen, in dem ist noch nichts drin. So. Was? Ist da was drin? Warum ist denn da so viel drin? Oh. Wie, nichts drin bei deinem Ding da? So, jetzt ist mein Motorrad leer. So. Ach, ich habe da noch Kleber drin gehabt. Stein brauchen wir nicht. Fasern brauchen wir nicht. Das packen wir rein. Fleisch packe ich mal oben in die Kiste. Das können wir ja hier lassen. So, das Motorcycle kommt da rein. Batterie kann man zerlegen. Munition. Ja, Pistole Level 2 braucht kein Mensch. Schrotflinte Level 3 kann weg. Jagdmesser kann eigentlich auch weg. Steinpfeil. Wieso Steinpfeile, bitte? Ja, keine Ahnung. Findet man halt, ne? So. Mechanical Parts. Das da. Ich geh nochmal hoch. Platte. Ups. Ja. Ich bring auch nochmal ein bisschen was hoch. Ein bisschen was kann man ja hier lassen. Ja, Essen dachte ich mir, dass ich hier... Geld nehme ich mit. Das braucht man nicht. Die Mods nehme ich auch mit. Tion brauchen wir hier nicht. Das können wir zerlegen. Mechanical Parts und Electrical Parts nehme ich mit. So, den Schlafsack packe ich jetzt ein. Der kommt wieder in die Kiste. Der wird hier erst wieder aufgebaut, wenn wir hier wieder dauerhaft sind. Genau, Reparaturkit nehme ich mit.
Federn nehme ich auch mal mit, ne? Essen lasse ich hier. So. Brauchen wir noch Werkzeugkisten? Ich habe 2 Stück. Ich glaube... Ah, doch, eine nehme ich auf jeden Fall mit. Dann lasse ich eine hier und eine nehme ich mit. Falls wir hier noch weiter ausbauen, quasi. Das nehme ich mit. Benzin liegt hier noch. Wir haben eigentlich so gut wie keine Autos kaputt gemacht, ne? Stimmt. Das können wir ja noch machen. Also ich habe ein paar Autos auf jeden Fall auseinandergenommen. Ich überhaupt nicht, aber... Nee, Junge. Oh. Zack. So. Das bleibt hier. Das Klebeband würde ich auch glatt hier lassen. Hast du es, oder? Hm. Noch ich habe auch noch Klebeband dabei. Nimm ich das, was ich habe, halt mit. Ich habe noch 3, 4, 7, 8 freie Felder. Also von mir aus können wir noch 2, 3 Autos auseinandernehmen auf dem Rückweg. Wir haben eh einen weiten Weg vor uns. Federn, Eisen können wir mitnehmen. Aber wir können ja auch zur Not die Nacht durchfahren, also... Ja, das ist nicht das Problem. Das können wir auch mitnehmen. Hier Plastik nehme ich mal mit. Motor nehme ich auf jeden Fall mit. Ach, hier sind ja 2 Autos. So, ich war zu meinem Autochen. Zack, 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 zack. Ach nee, Schraubenschlüssel. Oh, das wird sowieso erstmal spaßig, das ganze Zeug ausladen. Ja, ist ja nicht wenig, aber hat sich ja gelohnt, also. Ja. Mal so eine Tour zu machen oder mal so länger zu Hause wegzubleiben. Ja. Ich fand's lustig. Ja, waren ein paar coole Tage. Aber soweit ich gesehen habe auf der Karte, es ist ja die letzte große Stadt, die wir hier haben, ne? Ich glaube, ja. Und dann war's das. Ja, das einzig richtig Geile an diesem Wüstengebiet ist echt dieses Aloe Vera, diese Aloe Vera-Pflanzen. Ja. Aber zu Hause hast du aber auch noch genug, oder haben wir noch genug, ne? Ja, da haben wir auch angepflanzt und das ist nicht das Problem. Also da ich das Farmen ja sowieso gerade momentan nicht mehr so intensiv betreibe, weil wir so viel zu futtern da haben. Wenn wir da was brauchen, dann nehme ich mir einfach mal wieder was, keine Ahnung. Oh, Reparaturkits. Ah, hier ist so ein schöner schwarzer. Ah, hier ist auch ein Leuchtezombie. Ich fahre mal rückwärts. Vielleicht zurück. Da gehe ich nicht hin. Oh, da liegt 2 Aloe Vera. Also wie gesagt, da wo beim Spielplatz, da ist ein schwarzes Fahrzeug, da gehen wir nicht hin, da ist ein Leuchtebiker. Ach so, also siehst du, da wollte ich, wäre ich jetzt nämlich auch noch. Nö, nö, brauchst du nicht. Kannst du weiterfahren. Hast du Schlange? Da ist Schlange. Oh, hier ist ein Hühnchen. Überfahren? Tot? Nee, ich bin vorbeigefahren. Oh. Kommst du denn her? Ich habe dich ja fast übersehen. Oh! Ja, Tobias, mit dir habe ich gerade nicht gerechnet. Dann fahre ich halt einen Kreis. So.
Hast du noch irgendwas Schönes entdeckt? Ah, ein Hühnchen. Ich glaube, das ist das Hühnchen, an dem ich vorhin vorbeigefahren bin. Ich gucke gerade, wo du bist. Ich glaube, hier ist irgendwie so ein Diner oder so. Ach, da bist du. Oh, juhu, ich habe noch einen Motor gefunden. Jo. Ich habe einen Leuchtezombie gefunden. Schön. Hinterm Diner bringe ich hier quasi so mit. Ich lenke ihn mal ab. Komm her. Nein! Ah, Vogel! Ey, Motor! Er hat mich gerade gelähmt, die Ratte, weil ich aus Versehen abgestiegen bin. So ein Arschloch. Na komm. So, jetzt fahre ich einmal einen Kreis und dann... Fick dich! Was sind denn das für Ausdrücke? Welche Ausdrücke? Fick dich! Kleiner Scheißbiker. Hm, die sind ja schon kaputt. Auf jeden Fall haben wir ein paar Motoren gefunden, das ist gut. Ja. Dann komme ich jetzt mal wieder zum Diner, in deine Richtung. Ich würde sagen, dann geben wir uns auf den Heimweg. Okay. Können wir auch machen. Obwohl, ich würde gerne nochmal... Aber du hast ja gesagt, wir haben noch genug gepflanzt, ne? Ja, wir haben noch genug gepflanzt. So. Boah, dann düsen wir schon mal. Kein Ton mehr? Ja. Nein. Ah, meine Maus ist alle. So. Ach, so. Maus hat wieder Saft. Okay. Okay. Genau nach Norden. Bis dahin. Wow! Aua! Oh! Aua! Ich kann gerade nicht, du Arschloch! Mann, ey! Ich dachte, du wirst fahren, losfahren. Nee, ich wollte erstmal auf die Karte gucken, wo wir jetzt lang fahren. Ja. Hast du jetzt alles getötet? Ja, haben können. Gut. Boah, dein Fahrzeug klingt so schnell, aber es ist nicht schnell. Alter. Was denn? Ach, ich bin gerade über... Bist du gerade so wieder dicht an mir vorbeigefahren und mein Fahrzeug ist gerade einmal in die Luft geflogen. Ich glaube, ich muss das einmal als Thumbnail machen. Also in meinem Spiel war ich vor dir. Oh, guck mal, hier sind noch Autos, die man auseinandernehmen kann. Ja, komm, steigen wir ab. Machen wir... Du hast ja gerade ein heiles Auto bei dir, ne? Meins ist schon ein bisschen kaputt. Aber, hast du recht, kann man auseinandernehmen. Ich meine, komm, ob wir jetzt mit nach Hause kommen oder im Keller, wenn ihr schaut. Ja, ich gehe auch gleich nochmal zum Droppi-Droppi. Mach das. Ja, Zombie-Line. Da war auch gleich hier vorne. Ich fahr schon mal vor, okay? Ja, ich komme gleich nach. Kannst du machen. Du bist ja sowieso schneller als ich. Ein bisschen. Oh, Futter. Übelst nur Futter hier. Das ist doch immer im Drop. Honig nehme ich mit. Also so Fisch kannst du mitnehmen. Tuna? Ich habe ja nur einmal... Warum sollen wir dann nämlich Fischtacos machen? Lamm und mehr habe ich nicht. Das ist alles Katzenfutter. Chili. Ah, Chili! Chili ist gut. Daraus kann man Chili Dogs machen. Okay. Ja, der Rest. Magst du es doch auch, wenn wir abwechslungsreiches Essen haben? Ja.
Ist ja wie im wahren Leben, da ist ja auch nicht den ganzen Tag nur Schnitzel. Wildbret eintopft. Ja, Wildbret eintopft, jeden Tag. Gesunde Ernährung. Oh. Ich glaube, die Zombies haben gerade was getötet. Das klang nach wie ein Tier. Hä? Was ist denn jetzt los? Was letzt? Ah! Ich versinke im Boden! Ich versinke im Boden! Nein! Hilfe! Hier scheint... Hä? Warte mal da. Hier scheint ein Loch zu sein, das ich nicht gesehen habe. Ich bin auf jeden Fall wieder raus. Ja, was das Server nicht synchronisiert hat. Warte mal. Ich bin gleich da. Ich sehe dich von Weitem. Hä? Bei mir stehst du hier? Hinter dem Laden? Aber dein Auto ist irgendwie weiter vorne. Hier ist kein Loch. Ich komme hier nicht weiter. Also bei mir geht's hier weiter. Es ist, als ob ich gegen eine Wand anfahre. Hä? Ja, dann park da einfach und lock dich aus und lock dich wieder ein. Weil deine Figur war da hinten irgendwo. Hey. Kann sein, dass du, wenn du gleich wieder da bist, woanders spawnst. Wir werden es sehen. Ausruhen. Musst ja gleich was trinken, damit du nicht mehr so müde bist. So ein Kapo wäre jetzt geil. Ja, das stimmt. Meiner ist fast kalt geworden. So, ich stehe neben dem Auto. Ich pass auf, ich gehe jetzt hier einmal lang. Das geht ohne Probleme. Jetzt kann ich hier auch nochmal lang fahren. Ja, irgendwas hat der Server mit dir nicht mehr synchronisiert bekommen. Ja, irgendwas war da gerade komisch. Aber jetzt geht wieder alles. Darum ausloggen, einloggen ist manchmal... Das ist wie ein Wunder, das hilft. Oh, jetzt halte ich aber nicht mehr an. Jetzt ziehen wir durch. Jetzt ziehen wir durch. Du kannst auch gerne vorfahren, also musst dich auch warten. Ja, ich weiß auch gar nicht so genau, wo lang, aber... Dann haben wir noch quasi 2 Tage für die nächste blutrote Nacht, ne? Genau. Ja, dann können wir da unsere Basis noch verbessern. Ja. Reparieren. Ich weiß nicht, wie weit wir die repariert hatten. Ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall hatten wir die Blade Traps neu verkabelt. Das habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Ja, Stacheldraht hat man noch nicht gemacht. Ich habe ja angefangen, seitlich diesen einen Berg abzutragen. Und das mache ich nochmal ein bisschen weiter. Ich glaube, so 7 Blöcke fehlen mir noch nach unten. You are hot, ich weiß. Echt? Ja, you are hot. Find clothing or shelter. Meiner hat sich schon wieder beruhigt. Ja, ach, das kommt und geht. Jetzt ist mir auch wieder normal. Liegt das schon? Upsala, ich habe gerade eine Stripperin überfahren. Ja, ich fahre nochmal über ihre Beine, aber sie war schon tot. Ah, die Vögel stehen auf dich. Ich finde das so lächerlich, dass dieses mega krasse Mad Max Fahrzeug. Ja, so eine. Ich weiß auch nicht, so als Entwickler, da hätte ich mir auch Mühe gegeben, aber. Vielleicht kommt das ja noch. Das ist ja, ja immer noch in der Alpha, ne?
Aber das wäre auch so einer der Punkte, die ich möglichst bald fixen würde irgendwie. Das Spiel kam, glaube ich, 2013 raus, ne? Genau, die erste Version. Dann wird es wahrscheinlich 2023 in der Beta sein. Und 2033 wird es released. Es macht auf jeden Fall immer noch sehr viel Spaß zu spielen, also... Ja. Irgendwann hatte ich mal die Schnauze voll gehabt und dann hat man wieder angefangen und dann hängt man wieder am Haken. Also es ist einfach ein Spiel, das Spaß macht. Alle Male, aber es gab hier auch interessante Mods. Ich hoffe mal, dass die Mods auch jetzt, dass es auch für diese Version auch Mods gibt. Jetzt diese Mittelalter-Mod hätte mich gerne mal, sehr gerne mal interessiert. Ja, ich hatte auch eine Mod gesehen, die war echt sah echt ganz cool aus. Da hättest du noch mehr Bäume gehabt und da hättest du fischen können. Das war auch richtig cool. Ich hatte die sogar installiert. Leider war die, glaube ich, für die Alpha 14 oder 15 und da hatte ich schon die 16er. Da hat das nicht funktioniert. Das Einzige, was ich dann als Ergebnis davon hatte, war, dass, und erstaunlicherweise immer noch, obwohl ich das Spiel komplett deinstalliert und neu installiert habe, dass halt bei mir ein paar Sachen anders dargestellt werden als bei dir. Hm. Ja, zum Beispiel so ein Motor sieht bei mir anders aus. Ist aber nichts Weltbewegendes. Also ist okay. Hui! Ich überlege gerade, wo ich hinfahre. Zur alten Basis oder zur Verteidigung? Ich fahre gerade zur Verteidigungsbasis. Ja, das ist gut, mache ich auch. Zur alten Basis fahre ich dann morgen, dann gucke ich mal, was so das Futter macht. Also, was ich da so gepflanzt habe. Ich will nämlich mein Living of the Land noch ein bisschen weiter aufmodden. Du kannst auch notierte Saat herstellen kann. Du kannst auch noch ganz viel Aloe Vera pflanzen. Okay. Weil das Zeug brauchen wir ja gerade wie nichts anderes. Ja, dann müsstest du vielleicht auch erstmal gucken, was wir da noch haben. Das dürfte nämlich noch eine ganze Menge sein. Dann machst du nochmal extra ein Feld Aloe Vera. Von der Fläche, Platz haben wir Achtung, doch. Achtung, da ist was kaputt gegangen, glaube ich. Ja, ist es auch. Ah, ich sehe die Straße nicht mehr. Huhu. Ja. Ihr Lieben, es ist Nacht. Wir fahren nach Hause. Ja. Ich glaube, ein spannendes passiert nichts mehr. Ich glaube auch nicht. Gut, dann verabschieden wir uns. Und ihr vergisst nicht zu liken. Ich muss tanken. ja, ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann, ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.